Reise. Svart Alfaheim, hat sie gesagt. Fertige die Zeichen für die Zufluchtsstätten, hat sie gesagt. Ach, stattdessen setze ich hier Tag aus Tag ein mein Leben aufs Spiel. Na gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen viele gemalt. Na, wolltest dich wohl anschleichen, du Eisdödel. Heute nicht, Jötun. Haha, Eisriese. Du täuscht mich nicht mit deiner Gestalthandlerei. Selbst in dieser hässlichen Hülle. Stell dich mir! Ich bin kein Eisriese, du Zwerg, du! Wo ist der hin? Und wie komme ich hier wieder raus? Schon wird das Gewürm hier laben. Kein Verlust! Verdammtes Feuer! Gieriger diebischer Mist! Unsere Lande zu überfallen reicht nicht. Jetzt willst du uns alles nehmen, was wir haben. Brennen wir dir lieber das Eis aus dem Blut. Wenn ich dich zu fassen kriege.
Ich habe deine Fallen bewältigt, Feigling. Nun zeig dich, sonst machst du dir den Herrn Asgards zum Feind. Den Herrn Asgards. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Heimar, König der Zwerge, gerade wieder auferstanden. Netter Versuch. Hey, Jötun! Soll ich mal Licht anmachen? Du Hinterlistiges! So, da wären wir. Was zum... Wie hast... Nie hat ein Jötun meine Fallen überwunden. Oh, verdammt. Du bist wirklich kein Jötun, was? Das heißt... Du bist... Der Herr Asgards, ja? Und ich bin nicht zu Tricksereien aufgelegt. Obwohl ich zugeben muss, dass du mich beeindruckst. Du hast mich getäuscht, wenn auch nur für kurze Zeit. Viele versuchten das, wenigen gelang es. Noch weniger überlebten, um davon zu berichten. Wer bist du, Zwerg? Bensky nennt man mich. Bevor sie einfielen, war ich Künstler. Dann kam irgendwer auf die kluge Idee, ich sollte alle Zwergenzeichen malen. Und so habe ich diese leerstehende Zuflucht gefunden. Dachte, ich könnte den Eisriesen ja alles mal heimzahlen, weißt du? Zugegebenermaßen nicht gerade die wirksamste Art, sich zu rächen, aber jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass mir ein Äsir in die Falle gehen könnte. Das war wirklich nicht meine Absicht. In die Falle gehen ist wohl leicht übertrieben, aber dennoch beachtlich. Könntest du mir dann möglicherweise einen Tipp geben? Was war die Schwäche meiner Falle? Es gab keine Schwäche. Nur war deine Beute das weiseste und gewitzteste Wesen aller neun Welten. Und das bescheidenste. Auch das bin ich wohl, ja. Die Ratten, ja, denen würde ich ungern erneut begegnen. Aber es waren zu wenige. Ein Rudel Wölfe wäre besser gewesen. Die machen kurzen Prozess. Ah, ja klar, ein Rudel Wölfe. Ganz leicht für einen Zwerg, die zu halten. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Lass dich von einem dorthin jagen. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Du bist bei weitem nicht so trickreich wie meine vergangenen Widersacher. Du hast noch sehr viel zu lernen. Sehr hilfreich, danke. Du unterschätzt deinen Feind. Denkst du im Ernst, Jötner fallen auf solche Kinderstreiche herein? Ja, buchstäblich. Du hast doch die Leichen gesehen. Sie können nicht anders. Sie sehen einen Zwerg reinspringen und zack, hinterher. Wie auch du übrigens. Ja, da ließ ich meine Neugier nicht im Zaum halten. Mehr habe ich nicht zu sagen. Aber... Du solltest deiner Beute in die Augen schauen. Sie wissen lassen, wer sie besiegt hat. Ja, genau. Ich begebe mich in Reichweite von jemand viel Größerem, der mich töten will. Eine wirklich hervorragende Idee. Jedenfalls bin ich kein Krieger. Und diese Zuflucht hier ist alles, womit ich mich wehren kann. Mein Verstand, meine Wut, meine Zuflucht. Was brauchst du also mehr? Waldmanns Heil, Bensky. Dir auch.
Frieden! Bist du versehrt? Ich werde überleben. Den Sternen sei Dank bist du aufgetaucht, Erhabener. Ich dachte, das wäre mein Ende. Nicht der Rede wert. Für dich vielleicht. Für mich ist das einiger Rede wert. Ich wäre wie die da unten geendet. Hier, ein Zeichen meines Danks. Ha? Ach, das war ja klar. Die haben mein Hab und Gut im Meer versenkt. Echt nicht mein Tag heute. Immerhin ist es noch ein Tag für dich. Dein Dank ist mir Lohn genug. Du kannst mich in der Grena Hellir Zuflucht aufsuchen, wenn du es dir anders überlegst. Große Höhle, viele Kristalle. Könnte sich wohl lohnen. Und wenn du den Verantwortlichen für dieses Blutbad suchst, schau mal im Sumpfgebiet südlich von Eitri nach. Gut zu wissen, aber ich verspreche nichts. Musst du auch nicht. Aber ich hoffe, wir sehen uns bei der Grena Hellir Zuflucht. Huh?
Ich darf mich hier nicht blicken lassen.